Ja, servus liebe Freunde. Nein, wir sind nicht beim Landwirtschaftssimulator, auch wenn das hier gerade so ein bisschen danach aussieht. Nein, wir sind hier beim Flugsimulator X und gehen in die nächste Mission. Das sieht aber alles richtig schön nach Landwirtschaft aus. Das gefällt mir. Ihr wisst ja, ich habe da ein ganz schönes Faible dafür. Und ja, heute haben wir eine besondere Mission. Ist zwar eigentlich vom Flug her eine kurze, aber ich glaube, das wird ein bisschen Spaß machen. Deswegen hören wir uns mal an, was es hier so zu sagen gibt. Im Moment gibt's noch gar nichts zu sagen. Okay. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie mich besuchen. Ist das heute nicht ein wunderschöner Tag? Das Fliegertreffen findet östlich von hier statt, auf der anderen Seite des Reservoirs. Wir sind dann wohl startbereit. Los geht's. Ja, wir sind startbereit, los geht's. Also das ist nicht viel Information. Und jetzt bin ich auch mal gespannt. Das ist natürlich hier sehr blöd zu sehen mit dem Cockpit wieder, wie wir hier fliegen. Wir müssen also, ich gehe am besten mal hier in die äußere Ansicht. Ich glaube, das ist etwas einfacher. Wenn Sie bereit sind, fliegen Sie in Richtung Osten zum Eagle Creek Reservoir. Gut. Das Fliegertreffen findet auf der anderen Seite statt. Verwenden Sie den Kompass, um den Kurs zu halten. Mhm, das werden wir tun. Okay, also wir werden mal langsam hier ein bisschen die Triebwerke starten, hochfahren. Und, also, wir müssen ja noch die Bremse lösen. Genau, dass wir hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Werden, oh, ich sehe gerade, wir haben hier links Mehlbomben. 5 Stück, okay. Da bin ich mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. So, und wir müssten jetzt natürlich hier mal richtig Gas geben. Denn wir haben nur eine ziemlich kurze Startbahn. Das heißt, wir werden jetzt hier mal gucken, dass wir hier langsam schon mal abheben. So, das klappt ja mittlerweile auch sehr gut. Müssen wir nur gucken, dass wir über die Bäume drüber kommen. Nicht, dass wir da gleich ein Problem kriegen. Ich gehe mal wieder auf die Cockpit-Ansicht. So, das sieht soweit alles schon mal ganz gut aus. Wir nehmen auch wieder ein bisschen Drehzahl runter. Und jetzt müssen wir so nach Osten fliegen. Das heißt, wir machen mal einen Schwenk nach links. Wir müssen natürlich immer die Höhe im Auge behalten. Oh, da bin ich gespannt, wenn wir Mehlbomben an Bord haben, was wir da jetzt machen. Da bin ich echt mal gespannt. Das scheint ja irgendeine lustige Sache zu werden hier. Ist ja auch nur ein kurzer Flug mit 3 nautischen Meilen, aber ich glaube, das wird irgendwie ein Spaß werden. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Mehlbomben. Hm. Coole Sache. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Also ganz so hoch steigen brauchen wir, glaube ich, da nicht. Weil ich weiß ja nicht, ob wir jetzt dann gleich wieder landen müssen oder was dann da uns erwartet. Mal gucken. 1,9 nautische Meilen. Dann sind wir da. Das Fliegen klappt ja jetzt mit der Maschine eigentlich schon relativ problemlos. Mal gucken, ob das Landen dann auch so problemlos klappt, weil wenn es nur Start und Landung wäre, wäre es ja eigentlich schon fast ein bisschen langweilig. Aber das mit den Mehlbomben, da scheint wohl irgendwas sich noch zu tun. Gucken wir mal, 1,6 nautische Meilen haben wir noch vor uns. Ist also auch nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir müssen ja auch schon bald unseren, ja, unseren Zielflughafen, sozusagen unsere Landebahn sehen. Das Fliegertreffen findet südöstlich des Sees statt. Jo, da sind wir ja gerade auf dem Weg hin. Oh, da oben ist noch ein Flieger. Oh, das kriegen wir ja nicht angesagt. Das heißt, da müssen wir natürlich aufpassen. In der Mitte des Sees befindet sich ein Ziel für Mehlbomben. Sie können das Ziel überfliegen und Mehlbomben abwerfen. Aha. Wenn Sie in das Quadrat treffen, bekommen Sie eine Belohnung. Oh, das klingt mal gut. Okay, noch nie Mehlbomben abgeworfen. Dann schauen wir mal, wo wir da jetzt genau hin müssen. Das heißt, wir werden auf alle Fälle schon mal ein bisschen... Gucken wir jetzt gerade mal Ziel für Mehlbombe, wo wir da genau hin müssen.
Ja, ich würde gern das Ziel für Mehlbomben sehen. Moment, das kann man, glaube ich, hier mit dem Pfeiltaster auch umstellen. Ziel für Mehlbombe, da wollte ich hin, genau das will ich mir jetzt nämlich mal anschauen. 0,2 nautische Meilen, da sehe ich ja gar nicht. Ah, da muss ich also anders fliegen. Gut. Muss ich sozusagen erstmal ein bisschen hier Abstand gewinnen? Oder hinten? Ah, der ist 9 nautische Meilen entfernt, das geht aber noch. Da hinten links kommt nämlich gerade ein Flugzeug an. Da oben sieht man es jetzt, die Skyhawk. So, dann schauen wir gleich mal. Wir können ja mal hier auf die Außenansicht gehen, mal gucken, ob wir da was erkennen können. Ne, da sehen wir nichts. Auch da sehen wir nichts, das ist blöd. Wie sehen wir das jetzt am besten, wo wir da hin müssen? 0,6 nautische Meilen. Ja, da müssen wir uns dann gleich nochmal anschauen, wo wir da hin müssen. So, ich glaube, die Cockpit-Ansicht ist soweit die beste erstmal. Werden wir mal langsam drehen. Und dann mal schauen, ob wir irgendwo ein Ziel für Mehlbomben sehen. Mit Umschalt D schmeiße ich die Mehlbombe ab. Das war in der Einleitung schon mal zu sehen. So, in der Mitte des Sees. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also das heißt, wir werden hier nochmal eine Runde einschwenken. Vielleicht noch ein bisschen stärker einschwenken, dass wir hier mal richtig in die Kurve gehen. Ich glaube, das macht es nämlich auch dann für unseren Anflug ein bisschen einfacher. Da unten ist auch schon wieder ein Flieger unterwegs. Also hier ist ganz schön Luftverkehr. 1,2 nautische Meilen. Ich glaube, da haben wir auch einen ganz guten Anflugradius. Da können wir uns dann schön drauf einstellen. So, und dann mal gucken, wo da unten jetzt dieses Ziel ist. Da unten ist das Ziel. So, jetzt gucken wir mal. Wir nehmen mal noch ein bisschen Schub raus. Und jetzt schauen wir mal, wo wir da unten hin müssen. Da ist das Ziel. Das sieht ja soweit schon mal gut aus. Ich glaube, wir fliegen auch gar nicht mal schlecht. Und jetzt probiere ich gleich mal mit Umschalt D eine Mehlbombe abzuwerfen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oder jetzt verhaspel ich das schon wieder hier. Da ist das Ziel. Mal gucken. Ich habe auch keine Ansicht, wo ich direkt nach unten gucken kann. Das ist doof. So, das passt soweit. Eine Mehlbombe haben wir abgeworfen. Die ist leider vorbeigeflogen, schade. Ja, das ist gar nicht mal so leicht mit den Mehlbomben hier. Zumal wir ja auch gar nicht so richtig sehen, wie das hier läuft. Aber ich sehe gerade, wir gehen ganz schön nach unten. Wir müssen da aufpassen, dass wir jetzt nicht abstürzen. Denn bei 240 Metern ist Schluss und wir sind schon bei 300 Metern. Also ich muss mal einen Tick hoch. Wieder ein bisschen Gas geben. Denn ich möchte hier nicht auf dem Boden landen, sozusagen. Da, wo wir nicht landen sollen. Also das wird natürlich gar nicht so leicht. Ich gehe immer noch weiter runter. Warum? Ein bisschen mehr Schub geben. Na klar, ich fliege ja auch nur 60. Das ist natürlich sehr wenig. Ja, machen wir nochmal einen Versuch. Gucken, ob wir vielleicht tatsächlich das Ziel treffen. 0,8 nautische Meilen ist ja schon wieder der Abstand. Das heißt, wir könnten eigentlich auch so langsam mal ein bisschen den Kurvenflug gehen. Eine nautische Meile, ja, das sieht ganz gut aus. Irgendwie bin ich mit der Ansicht noch nicht so zufrieden. Nehmen wir die Ansicht, die ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Dann werden wir nochmal einen Versuch starten. So, jetzt werden wir einmal dann schwenken. In
Und ich denke mal, das sollte dann hinhauen von der Anflugkurve. Ich habe da ja, wie gesagt, noch nicht wirklich viel Erfahrung mit. Drum lenken wir mal noch am Schnall links, machen wir eine steilere Kurve, damit wir möglichst gerade dort anfliegen können. Ich weiß zwar nicht, ob wir es schaffen, da jetzt zu treffen, aber das macht irgendwie Spaß mit dem Mehlbomben, das ist cool. Wir müssen natürlich gucken, dass wir vielleicht optimalerweise direkt im geraden Winkel anfliegen und nicht irgendwie über die Kurve ran. Den Versuch machen wir noch, ansonsten landen wir dann bei dem Fliegertreffen. Denn ich denke mal, das wird auch noch anspruchsvoll, nachdem da ja einige Flieger unterwegs sind. So, da unten ist das Ziel. Das ist ja relativ deutlich zu sehen. So, wir nehmen wieder ein bisschen Schub raus, um etwas langsamer zu werden. Ich glaube, so kommen wir der Sache näher. So, jetzt versuchen wir unser Glück nochmal. Wir werden hier einen todesmutigen Anflug starten. Oh, ich glaube, von der Richtung passt das. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, ab wann geht's los. Ich sehe leider nach unten nichts, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber wir werden einfach mal hier so ein paar Mehlbomben jetzt noch runterfetzen. Gucken, wo müssen wir hin? Ah, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, so sind wir in einem ganz guten Anflugwinkel. Das sieht richtig gut aus. So, und jetzt am besten gleich Haufen Bomben loswerden. Die nächste Mehlbombe fliegt. Und wieder daneben. Oh, wir sind ja schon lang vorbei. Schade. Sie haben das Ziel verfehlt. Schade. Ganz knapp vorbei, aber egal, jetzt müssen wir langsam landen, weil Eagle Creek wartet auf uns und da werden wir natürlich hier noch ein bisschen fliegen müssen. Vor allem müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier wieder ein bisschen an Höhe gewinnen. Ich will ja hier nicht unbedingt da irgendwo im Gebüsch oder im Vorgarten des Nachbarn landen. Der Weg ist ja auch gar nicht mehr so weit bis dahin. Ja, wir müssen nur ganz schön die Kurve gehen. Das sind ja nur noch 600 Meter. Nautische Meter. Wenn Sie bereit sind, achten Sie auf den Verkehr und beginnen Sie mit der Landung. Ja, das versuche ich gerade. Versuchen Sie im Landebereich am Anfang von Landebahn 3 aufzusetzen. Auch das werde ich versuchen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo hier die Landebahn 3 ist. Bis jetzt sehe ich da nämlich noch nicht viel von der Landebahn. Wo ist denn hier jetzt eine Landebahn, bitte? Ich sehe ja alles nur keine Landebahn. Ach, da rechts scheint eine Landebahn zu sein, ne? Ja, gucken wir nochmal da unten. Ah, da hinten sehe ich es ja. Genau. Da ist ja schon das Licht, was mich hier zur Landung bewegt. Aber das ist doch nicht das Licht, wo ich hin muss. Das ist doch das Falsche. Aha. Bin ich da jetzt irgendwie vorbeigeflogen gerade? Ja, klar. Hm. Das ist doof. Ja, da bin ich jetzt etwas vorbeigeflogen. Das ist ungünstig. So, ich muss nochmal ganz schnell gucken. Ich hoffe, ich habe das mit der Maus. Habe ich die Maus? Maus. Achsenanzeiger, Vogelperspektive. Maus als Steuerhorn ist deaktiviert. Gut. Kann ich nämlich gerade mal... Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht gucken. Warum kann ich nicht gucken? Mist, ich kann nicht gucken.
Das ist doof. Das ist ganz doof. Das ist blöd. So, jetzt müssen wir also mal gucken, dass wir irgendwo da bei Eagle Creek landen. Ich meine, da ist ja eine Landebahn, aber das ist doch niemals die Landebahn, wo wir hin müssen, oder? Wir sind 1,1 nautische Meilen schon wieder entfernt. Das stimmt was nicht. Das ist, glaube ich, eine andere Landebahn. Wir müssen doch wo ganz anders hin. Habe ich jetzt mal so den Eindruck. Ich werde jetzt nochmal schwenken, mal gucken, was uns hinter uns erwartet. Weil laut unserem Navigationskompass ist hier Eagle Creek wo ganz anders. Wo wir hin müssen. Das sieht man natürlich auch unheimlich schlecht in der Landschaft, wo man dann da runterkommt. Aber da hinter uns war ja jetzt eigentlich die Landebahn. Deswegen irritiert mich das gerade ein wenig. Aber wir schauen noch mal schnell, was uns da vorne erwartet. Irgendwo müssen wir ja runter. Ah, ist viel, viel Landwirtschaft. Sehr schön. Da unten fährt gerade mein Mähdrescher rum. Wunderbar. So, jetzt sind wir gleich wieder in Richtung Osten, wo wir hin müssen. Und dann denke ich mal, werden wir das auch besser sehen, weil wir haben jetzt noch 1,6 nautische Meilen. Ach, da unten ist der Flughafen, wo wir runter müssen. Da müssen wir landen. Okay, ja, das bedeutet also, wir müssen eine ganz große Kurve fliegen, um dann entsprechend passend aufzusetzen. Jetzt ist die Frage, wie rum müssen wir denn da landen überhaupt? Das sehe ich nämlich jetzt so auch nicht. Wo ist der Beginn der Landebahn? Wo ist das Ende der Landebahn? Aber hier unten stehen rechts die ganzen Fahrzeuge. Also ich denke mal, da müssen wir hin. Also werden wir von links aus mal landen. Müssen wir nochmal eine kleine Kurve drehen. Ist ja auch kein Problem. Müssen wir nochmal eine Mehlbombe schmeißen. Werden wir sowieso nicht treffen, aber... Puff. Ja, das Ziel verfehlt, ist klar. Aber Mehlbomben brauchen ja auch wieder einen Haufen Platz und Gewicht, also das werden wir mal wegnehmen. Auch nicht getroffen. Hätte mich jetzt auch gewundert. So, dann werden wir jetzt hier mal den Anflug langsam starten auf Eagle Creek und gucken, dass wir hier noch einigermaßen sauber landen. Da werde ich natürlich auch die Klappen wieder zur Hilfe nehmen, wenn wir auf dem Anflug sind. Weil das macht es ja dann doch einfacher. So, ich denke mal, so kommen wir ganz gut hin. So. Ja, wie gesagt, ich will ja da nicht irgendwie einfach runterdotzen, sondern will ja schauen, dass wir hier einigermaßen sauber hinkommen. 1,4 nautische Meilen, das sollte doch eigentlich reichen. Geschwindigkeit geht langsam ein wenig runter, das ist gut. Oh, wir gehen aber auch langsam etwas runter, das ist nicht gut. So, jetzt werden wir mal eine etwas steilere Kurve fliegen, auf dass wir hier ziemlich schnell in unseren gewünschten Winkel kommen. Und das sieht bis jetzt ganz gut aus. Dann müssen wir natürlich noch schauen, dass wir hier nach Möglichkeit nicht schräg zur Bahn ankommen, sondern ziemlich gerade. So. Und ich hab's gewusst, jetzt sind wir schräg zur Bahn. Das war natürlich wieder für die Füße. Also müssen wir doch nochmal einen Schwenk nach links machen, sonst wird das nichts. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier einen guten Anflugswinkel kriegen. Warum bin ich jetzt auf einmal so steil mit der Nase? So, erstmal schön wieder resetten hier, alles auf 0. So ist gut. 1,6 nautische Meilen. So, jetzt nehmen wir schon mal die Klappen eine Stufe rein. Ach, wir haben ja gar keine Klappen. Toll. Oder haben wir doch Klappen? Nö, wir haben keine Klappen. Das ist natürlich, juhu. Gut, also wir werden jetzt dann ein bisschen die Leistung drosseln halt. Und hoffen, dass wir jetzt hier den besseren Anflugwinkel finden.
Das Blöde ist, ich kann mich in der Mission leider nicht umschauen im Cockpit. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber wir fliegen jetzt entsprechend ein bisschen langsamer. Da sollte das jetzt doch möglich sein, das zu korrigieren. So, irgendwo müsste jetzt gleich hier neben unsere Landebahn auftauchen. Noch sehe ich nichts. Noch sehe ich gar nichts. Ah, da ist die Landebahn. Toll. Okay, dafür sind wir jetzt aber deutlich zu weit, zu hoch und zu falsch. Gut, also, dann fliegen wir nochmal ein Kürfchen. Werden nochmal ein bisschen Gas geben. Da müssen wir jetzt nochmal neu ansetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird lustig. So, dann auch ein bisschen mit Geschwindigkeit ranfliegen. Wieso geht der eigentlich jetzt dauernd nach oben? Das ist jetzt komisch. Ich muss einfach ein Stückchen weiter weg. Ich sehe ja gar nicht, wo ich gerade bin. Wie sehe ich eigentlich von außen aus? Auch das geht ja noch. Wunderschön. Oh, und da hinten muss ich hin. Und ich fliege gerade ein Stückchen weg davon. Das ist aber auch nicht so tragisch. So, dann fliegen wir mit der Ansicht. Vielleicht können wir da ein bisschen mehr sehen. Kann ich mich jetzt mal gucken? Ja, jetzt kann ich mich auch umgucken. Da unten ist die Autobahn. Ah, das geht also nur in einer bestimmten Cockpit-Ansicht. Okay, dann ist ja alles gut. Das heißt, wir müssen immer in dieser... Oh. Ich sollte vielleicht noch wieder zurückschwenken. Ich kann das Fliegertreffen jetzt westlich von uns sehen. Das ist schön. Dann werden wir uns doch mal dahin auf den Weg machen. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen Abstand noch zukriegen. Einfach, damit wir hier ja sozusagen genug Zeit haben, im richtigen Winkel anzufliegen. So, jetzt gucken wir nochmal schnell. Jetzt müsste ich ja da hinten links irgendwo gleich auftauchen. Ne, das sehen wir aber leider nicht. Hm, das ist ungünstig. Aber ich werde jetzt auf alle Fälle schon mal wieder die Leistung etwas reduzieren. Sollte man über die richtige Taste machen, dann klappt das auch. So, denn da werden wir deutlich langsamer. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Oh, das war, glaube ich, etwas zu viel Leistung gedrosselt. So, jetzt werden wir nochmal einschwenken. 2,3 nautische Meilen. Das sollte doch zum Henker jetzt reichen, um einen anständigen Anflug hinzukriegen. Jetzt sollte es gleich im Blick sein. Und dann werden wir ganz geschmeidig da noch landen. Hat jetzt doch einen Moment länger gedauert, weil ich wieder mal den blöden Anflugwinkel nicht gefunden habe. Ich trottel. Hätte ich mal den Spaß mit den Mehlbomben gelassen. So, da hinten müsste jetzt gleich irgendwo der Flughafen auftauchen. Da ist er. Und ich sehe gerade schon voller Freude, ich bin schon wieder falsch. Aber diesmal können wir es noch rechtzeitig korrigieren. Das heißt, wir müssen nur ein Stückchen weiter hier rüber fliegen. Eine schöne Linkskurve und dann sind wir, glaube ich, schon da, wo wir hin sollen. So, denn wenn ich jetzt mal nach links gucke, da unten ist der Flughafen. Das sollte doch mit einem schönen Anflug funktionieren. So, die Landegeschwindigkeit ist auch ziemlich gering, das ist schon mal gut. Jetzt werden wir mal einen langsamen Linksschwenk starten und hoffen, dass wir jetzt hier also auch dann dahin kommen. Muss mal gucken, dass die Kurve nicht zu groß wird. Wie sieht es bisher aus? Kann ich wieder nicht sehen. Doch, ich glaube, wir kommen da ganz gut ran. Sollte aber auch die Nase langsam ein wenig senken. Wo sind wir? Fast seitlich. Jetzt ist es gut, glaube ich. Jetzt können wir mal nach links und den finalen Landeanflug mal starten. Gucken, dass wir hier jetzt runterkommen langsam. Ein bisschen die Drehzahl runternehmen. So.
und jetzt sollte es passen. Hoffe ich zumindest. Aber wir müssen jetzt so oder so runter. Egal wie. Oh, das sieht gut aus eigentlich. So halbwegs ungefähr. Ja, das wird ein etwas wackeliger Anflug. Aber das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Mal ganz langsam einschwenken. Oh je. Ja, also optimaler Anflug sieht anders aus, das ist richtig. Aber gut, das kriegen wir auch hin. Oh je, und ich soll auch noch hier direkt nach Möglichkeit ganz vorne auf der Landebahn aufsetzen. Also das wird mal nix. Doch, das wird was. Oh ne, das wird gar nichts. Gut, da müssen wir halt dann schnell in die Bremse gehen. Und zwar sehr schnell in die Bremse gehen. So, 256 Meter, das heißt, wir setzen jetzt gleich auf. Wir gehen mal in den Leerlauf. Und werden jetzt hier mal schauen, dass wir hier nach Möglichkeit relativ sanft aufsetzen. Gucken, wie das so aussieht. Ja, sanft ist anders, aber wir sind fast unten. Ja, das ist so die typische Hopperlandung. Gut gemacht. Sie sind ein guter Pilot. In meinem Alter sollte man nicht mehr selbst hinter dem Steuerknüppel sitzen. Die alte Kap nützt mir daher nur noch etwas, wenn jemand vorbeikommt, der sie fliegen kann. Danke, dass Sie mich hierher gebracht haben. Ja, gerne doch, ne? Haben wir also wieder geschafft? Sind wir da wieder mal drin? So, jetzt kommt wieder mein typisches Problem. Ich würde gerne mal den Motor ausschalten. Ne, das ist hier die Anlasseinspritzpumpe. Ja, das Ding hat wohl gar keinen Hebel, um den Motor auszumachen. Vergaservorwärmung. Oh, aber so ist die Kiste aus. So, jetzt hieß es, ich soll nach Möglichkeit bitte wieder einsteigen, aussteigen. Ja, Hauptausgang wird geöffnet. Nein, Engine bleibt aus. So, ich sehe allerdings jetzt nicht, dass die Tür geöffnet ist, aber ich habe sie ja geöffnet. Hauptausgang wird geöffnet. So, aber wo? Ah, da drüben auf der Seite ist offen. Wunderbar. Jo, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wunderbar, dass wir das so doch gut hingekriegt haben, außer das mit den Mehlbomben. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Flug auch wieder mit dabei. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.